So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal Raps ist der Dicke und wir haben wieder was Schönes für euch vorbereitet, denn ich glaube das Video, wenn das rauskommt, ist eh schon Ostern. Ich weiß nämlich gar nicht, wie das Wochenende abläuft. Freitag ist ja frei, normalerweise streame ich ja immer, warte auf Pupsi, aber vielleicht kommt Pupsi gar nicht, vielleicht muss ich dann zu Pupsi selber hin oder wie oder wo oder was. Am Samstag einkaufen und Sonntag grillen und Montag wieder frei. Ich versuche auf jeden Fall jetzt schon mal was vorzubereiten, ein Eiervideo. Was passt denn besser zu Ostern als ein Eiervideo? Deswegen habe ich 12 Kilometer Eier gesammelt und möchte die nochmal brüten auf der Suche nach Molunk. Molunk aus dem Osterei, das wäre doch was Nettes, oder? Dazu zeige ich euch mal kurz hier den Hildburghäuser Marktbrunnen. Guckt euch doch mal an, wie schön die das hier dekoriert haben. Da hast du hier Blumen. Und ein Kasten. So, was willst du mehr? Da ist der Osterhase. Guck dir das an mit seiner Gießkanne. Sieht doch richtig heftig aus. Das ist auf jeden Fall der Brunnen, wo ich mit dem Isro dann immer baden drin war. Wir immer reingehüpft sind und eine gute Zeit hatten. Ich muss aber meine Eier jetzt gleich hier reinlegen. Also in die Brutmaschine. Ich glaube, ich mache das einfach hier. Ich stelle mich mal kurz hier ab. Dann zeige ich euch mal hier den Bildschirm, was wir jetzt hier haben. Wir legen mal, ne warte mal, ich habe noch was anderes und zwar habe ich noch, wenn wir gerade bei Ostern sind, Togetic. Togetic gab es ja jetzt das erste Mal mit Blumenkranz als Shiny. Ich habe jetzt hier einen Togetic mit Blumenkranz als Shiny. Ich glaube, das ist Level 1 oder irgendwas, das hat 21 WP. Das möchte ich jetzt mit einem Sinnohstein einfach mal entwickeln zu einem Togekiss mit Blumenkranz mit 48, 46 WP, ich weiß nicht, vielleicht kann man das ja mal im Minicup nutzen. Ne, Minicup geht gar nicht, ich glaube, da hast du ja nur Pokémon, die du noch nicht entwickelt hast, das also nicht. Das hat jetzt 43 WP, sieht das nicht gut aus? Hättet ihr auch gern so ein schönes, schillerndes, kennt man kaum den Unterschied, Togekiss mit Blumenkranz. Und jetzt natürlich noch die Eier in die Brutmaschinen geben. Wir haben, wie gesagt, 12 Kilometer Eier gesammelt. Wir dürfen natürlich nicht die unendliche nehmen. Wir haben jetzt aber auch noch einen Bonus drin. Das ist eben die halbe Brutdistanz nur dauert. Statt 12 wären es 6 Kilometer nur. Und es sind nur 4, weil wir super Brüter verwenden, die nochmal 1,5-fach irgendwie so schnell irgendwas machen. Deswegen seht ihr, insgesamt müssen wir nur 4 Kilometer laufen statt 12 Kilometer. Das ist auf jeden Fall sehr freudig. Deswegen freue ich mich schon, wenn die 12er alle weg sind, dass ich mit der unendlichen Brutmaschine dann 2 Kilometer Eier brüte und mit den 12ern dann erstmal warte, bis das Osterevent um ist, beziehungsweise es heißt ja Frühlingsevent eigentlich, wenn das um ist. Alter, drück doch mal hier, ich will doch nur auf das Ei. So, alle 12 Eier sind jetzt in den Brutmaschinen. Jetzt ein bisschen rumlaufen, ich muss eh mal zum Netto. Ich wollte mir gestern nämlich, wie, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war, hat mir auch ein Zuschauer geschickt, ich soll mal die Samyang-Nudeln machen, so wie er die immer macht. Und hat er irgendwie von Mondo Italiano so eine Packung gekauft und hat das dann mit dazugegeben. Da war ich gestern im Rewe, hab die nicht gefunden und dann habe ich gewusst, aha, Mondo Italiano ist eine exklusive Netto-Marke. Deswegen muss ich heute mal in den Netto und das passt. Da kann ich gleich einen Spaziergang machen, gleich die Eier brüten, gleich hier schön das als Ostervideo dann fürs Wochenende noch vorbereiten. Wir sehen uns dann entweder beim Netto oder wenn die Eier aufgehen. Bis gleich. So, jetzt habe ich einen kleinen Zwischenstopp eingelegt beim Netto, habe mir jetzt hier diese Nudeln besorgt. Die brauche ich nämlich für ein anderes Video. Aber was es damit auf sich hat, das seht ihr dann in dem anderen Video. Und jetzt nochmal eine Runde durch den Park und dann müssten auch gleich die Eier aufgehen. Sternenstück nicht vergessen, wichtig, 12x12 gibt den meisten Staub. So, da sind wir zurück im Park. Diesmal laufen wir in die andere Richtung, weil wir ja nicht von oben kommen, wir kommen jetzt von unten. Die 12 Kilometer Eier sind auch fertig, sind am Start. Hat wunderbar funktioniert, wieder mal. Die werden jetzt gleich durchgerusht und diesmal setze ich mich aber auf die Bank. Hier steht nämlich eine Bank. Da ist der Kanal. Da drüben ist der Rest vom Park, wenn man reingeht, aber außen ist ja immer dieser Graben drum. Also der Kanal, wie gesagt. Jetzt setzen wir uns einfach hier hin.
und brüten jetzt einfach mal die Eier aus. Gucken, was da drin ist. Euch halte ich jetzt einfach hier so gegen die Sonne. Es geht los mit, ist ein Molung dabei? Ein männliches, ein weibliches. Ne, warte, ich lehne mich doch an. Wir haben ein Skalyk, aber kein Shiny, aber 6500 Staub. Dann, ich hoffe, das wird nicht wieder die Skalyk Edition, Gladiantri. Könnte auch mal ein 100er kommen, 6600 Staub. 1:1 bisher, Skalyk schon wieder, ich hasse es. Ja, das ist am meisten mit drin, 4800 Staub, Skalyk. Gib mir mal ein 100er wenigstens, wenn du schon Lavita reinpackst. Mit 8149 Staub. Ich kann wie gesagt jetzt nicht auf die Bonbons gucken, auf die XL. Ich gucke jetzt nur auf den Staub. Gladiantri 2:2 mit Skalyk, 9400 Staub. Das ist bis jetzt der Beste vom Staub her. Schon wieder Skalyk. Okay, Skalyk hat 3 Punkte. Skalyk zieht vorbei. 7000 Staub. Dann wünsche ich mir jetzt doch ein Gladiantri zurück. Und ein Scheiße. Wie heißt das? Altglied. Der Altglied. Jetzt habe ich auf den Staub nicht geguckt. Das habe ich ja schon. Das habe ich noch nie ausgebrütet. Seit wann ist das in 12 Kilometer Eiern? Noch ein Lavita. 9500. Der Altglied hat mich komplett rausgebracht. Noch ein Skalyk. Ich glaube, Skalyk hat schon wieder gewonnen. 6637 Skalyk Edition. Und ein Pam Pam. Da wurde ja auch gesagt, max mal ein Pam Pam, aber ich habe keine Bonbons. Da muss ich ganz viele brüten erst. Noch ein Algit. Jetzt weißt du den Namen auch. Sieht aus wie ein Krypto mit diesen roten Augen. Das Pam Pam ist hoffentlich ein gutes. Algit kann ruhig schlecht sein. Absol, wusste ich gar nicht mehr, dass der überhaupt noch drin ist. Absol mit 8602. Ach, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wir gehen mal hier runter. Wir fangen mal an mit Bewerten. Das erste Skalyk. 15, 15, 10. Joa. Gladiantri. 10, 10, 11. Wir gucken nicht auf die WP-Werte, sonst wüssten wir ja schon vorher, was gut oder was schlecht ist. Das ist schlecht, aber das sieht man ja, das hat unter 700. 12, 15, 10. Dann hier 10, 10, 13. Ich übe mit euch, dass ihr die Werte lesen könnt und wisst, ob das jetzt eine 13 oder eine 14 ist. Lavita, okay, Gladiantri nochmal mit 14, 12, 13. Nochmal Skalyk mit 12, 15, 13. Dann hier war das Algit, was mich rausgebracht hat. 14, 11, 11. Lavita 11, 10, 10. Skalyk 13, 10, 11. Pam Pam 11, 10, 15. Leider. Algit 15, 15, 12. Ach so, Absol war ja auch noch da. Absolut. Richtig genial. Absol mit 13, 15, 11. Und das war's jetzt, leider. 331 Absol-Bonbons. Haben wir eigentlich schon ein Mega-Absol gemaxt? Level 50, 100%? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hätten wir jetzt genügend Bonbons. Alkid, ja, 190 XL. Pam Pam 222, also da fehlt auch noch ein bisschen, aber da würde ich die lieber in ein 100er dann stecken und nicht einfach so eins. Skalyk erklärt sich von selbst. 1100 hier, 1600. Gladiantri 578. Das war's eigentlich. Das waren 12 Kilometer Eier im Frühlingsevent. Und jetzt würde ich die 12 Kilometer Eier lieber erstmal auslassen, bevorzugt keine Rocketbosse machen und doch einfach die Zeit nutzen, ein paar 2 Kilometer Eier zu brüten. So für mich mit der unendlichen Brutmaschine immer mal. Wenn da noch was Gutes dabei war, werdet ihr das auf jeden Fall erfahren. Das kann ich ja dann mal in den Community-Tab posten oder bei Raider Mittwoch mit reinnehmen. Habt ihr schon ein Molung? Habt ihr ein weibliches Molung oder ein männliches? Habt ihr auch ein 100er Molung? War bei Raider Mittwoch mit dabei. Das war auf jeden Fall richtig krass. Und ja, ansonsten, wie findet ihr das Frühlingsevent? Und ich wünsche euch noch frohe Ostern, schöne Feiertage, denn das wird jetzt hier irgendwann am Wochenende rauskommen. Vielleicht ein was am Donnerstag, ein was am Freitag oder ein was am Freitag, ein was am Samstag. Da gibt es halt jetzt über Ostern Special Eier-Videos. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.